Ja, ihr könnt euch nach und nach die anderen Zellen ansehen und tatsächlich wird dann auch, die Sammelzelle wird nicht aufgeschlossen, aber dann Ah, diejenige okay, ich Zelle. dachte, wir sind schon an der Zelle vom Unterhalter und der Nee. sitzt hier mit mehreren Leuten drin. Okay, da hätten wir uns den Einzelablauf Ja. sparen können. Nee, Sorry, das war nicht so ganz klar. ist, ist egal. Die haben alle Zellen aufgeschlossen, ihr wolltet die sehen, ihr hattet nicht Ja, nach drei anderen klar. gefragt Ja. und offiziell wisst ihr seinen Namen ja auch gar nicht. Ja, nee, Dementsprechend. natürlich. Nur ich war, die Situation war mir nicht ganz Nee, klar. Okay. es war irgendeine Zelle, die er gerade aufgeschlossen hat und. Und wenn wir dann an seiner sind, ja, trete ich dann ein. Wenn er irgendwie nicht auch versucht, mich anzufallen. Nein, tut er nicht. Ich gucke mir betont die Wände und die Fenster an, rüttel Er auch mal an den Gitterstäben. kneift seine Augen zusammen. Möchte sie ihm Ja. irgendwas sagen? Ist er in Einzelhaft? Er ist nicht in Einzelhaft, nee, es sitzt noch ein anderer Gefangener dabei, der macht aber auch keine Anstalten. Ich rüttel mal an den Gitterstäben, ich stelle mich dann so irgendwie hier vielleicht hin, also wenn der Wachmann kann, und hier steht. Greifenmund? Schnauze Gefangener. Greifenmund? Erkennt ihr mich nicht? Mir egal, wer du bist. Für dich bin ich nicht hier. Oh fuck, das ist gelogen. Ich Also ich würde stelle mich gerne auch da nur den, hin, dass ich den. ich würde gerne auch den anderen Gefangenen einen, also es ist nur ein anderer Gefangener Ein da, anderer oder? Gefangener, ja. Würde ich gerne einen Zwingtanz wirken. Okay. Ja. Würde mir dafür Zeit lassen. Wie lange dauert das? 14 Aktionen. Mit Zeit Also, lassen 14. genau. Okay. Ja, derweil, du wirkst den Zauber, hinter dir fragt dich nochmal der Veteran. Keine Gewinner. Was halt wie man? Aber den Gewinner. Politischer Gefangener. Politischer Gefangener, ja. Jetzt, wo er es sagt, er ist mir auch bekannt. Greifenmund, erkennt ihr mich nicht? Schnauze, habe ich gesagt. Wie stehe ich gerade? Kann ich ihm den Rücken zudrehen, also dem Unterallertissen? Du könntest ihm den Rücken zudrehen, ja. Dann, also du Das. stehst so ein bisschen in der Tür und hattest da gerade an einen Stein geklopft. Ja, ich will mich dann zu dem Wachmann. Ich verschränke die Arme hinter dem Rücken. Naja, wie gesagt, die Zellen sehen eigentlich ganz brauchbar aus. Wir werden nur diese Gefangenen wohl früher oder später herausschaffen müssen. Aber das hat wohl noch ein wenig Zeit. Und dann möchte ich ihm hinter dem Rücken einfach mit den Fingern auf Attack einfach nur einen Ausbruch wird vermutlich ein Wort sein und morgen geben. Ja, dann würfel mal Attacke. Aber hallo, in der Dunkelheit, also nicht in der Dunkelheit für Ja. ihn, aber hinter deinem Ist Rücken. hinter meinem Rücken Du ungesehen ist. hörst, wie Ketten klirren und jemand aufsteht und. Ich würde den Zauber sofort fallen lassen, nachdem er aufspringt und rufen: Ein Ausbruchversuch! Bringt ihn nieder! Habe ich Attack denn UNO auf 8? Wollen wir mal überreden, lügen. Okay. Attack ist mit 4 geschafft. Boah, also ich würde dir auf alle Fälle 3 abziehen, weil es hinter deinem Rücken ist, aber Es Ausbruch sind ja nur kriegst. zwei Worte. Es Ja, sind ja nur zwei Worte. Ausbruch Oh kriegst du hin. nein! Ja. Schicksalspunkt? Hast du nicht mehr, ne? Nee, hab ich nicht. Ja, Doch, dann. sie gucken dich an, schütteln mit dem Kopf. Verzeiht, man ist solcherlei Aufgaben nicht gewohnt. Ja, eben. Das hat mich doch sehr schockiert. Haltet ihr das wirklich für gut, einen politischen Gefangenen mit dem Gossengesinde hier drin zu halten? Nicht, dass ich euch ins Handwerk reden will. Sind wohl die Renner. Na, dann ist es doch umso besser, wenn die in einer anderen Zelle sind. Die konspirieren hier am Ende noch. Hier kommt Was immer denkt ihr denn, raus. was denkt ihr denn, was ihre kaiserliche Majestät denkt, wenn die beiden am Ende noch einen Ausbruch planen? Das ist keine Sorge, unsere Mauern sind Bombenstahl. Ja, ich würde mich ihrer kaiserlichen Majestät immer wohler fühlen, wenn ich wieder vor ihr stehe. Wenn der Ritter nicht Jawohl. hier drin säße. Jawohl, kannst du ja hier selber schreiben. Bitte wie? Ich hab gesagt, ihr seid mein Rat. Mein Rat! Und ihr dabei raus! Einer derjenige, der mit dem Schlüsselbund tritt an dir vorbei, zieht dann ja, Ritter. Er ist zumindest genauso eingefallen wie der Vogt von Imling, holt ihn dann raus, bringt ihn in die Sammelzelle und sperrt ihn weg. Gut, mag diese Zelle hier für weitere besondere Gefangene vor. Ich erwarte nicht, dass hier noch jemand reingelegt wird, ja? Fürs Erste. Reihe, Selenia, ja, keine Ahnung. Ja, Sie werden sich sicherlich darum kümmern, dass er hier rausbekommt, aber nicht, dass wir hier nochmal hier Doppelbelegungen haben. Guck dich an. Okay. Hervorragend. Weitermachen. Wir werden dann unseren Bericht abgeben. Ja, ihr müsst euch noch weitere 5 Minuten zusammenreißen, diese ekelhaften Menschen hier zu ertragen und könnt dann wieder nach oben steigen mit einem kribbeligen Gefühl. Widerlich. Oh,
Ich wünschte, wir würden diesen Leuten keinen solchen Bären aufbinden müssen. Ja, ja, es war technisch gesehen nicht gelogen, aber mir gefällt es nicht. Alles gut. Ich hoffe, er weiß Bescheid. Wenn nicht, würde sie ihn morgen reichlich überraschen. Naja, so schlimm waren die Menschen ja gar nicht. Eigentlich waren sie ganz nett. Ihr meint, abgesehen von dem, der mir den linken Haken gegeben hat, oder dem fetten Wachmann, den keiner noch versteht. Ja, aber nur weil er schlecht spricht, heißt das ja nicht, dass er ein schlechter Mensch sein muss. Gut, wo geht's lang? Ach ja, hier links. Wo sind die anderen? Am nächsten Morgen, der 26.04. könnt ihr in aller Frühe aufstehen, um euch und euren Kuh vorzubereiten. Oder wir wieder zurück. Sie hat ja auch die Pläne. Das habe ich vergessen, die Abel mir mitzugeben. Und ja, sitze dann am Frühstückstisch, gut gelaunt, und habe die Pläne ausgebreitet und warte darauf, dass die anderen kommen. Meine Herrschaften, sind wir alle beisammen? Hervorragend, gut. Die Zellen sind leidlich gesichert. Ich bin mir sicher gegen einen profanen Ausbruch. Ich bin mir sicher, hätten wir mehr Zeit, könnten wir einen solch profanen Ausbruch ohne Probleme planen. Aber da wir eben sie nicht haben, werden wir wohl auf Boltags Methode zurückgreifen müssen. Die Wände sind nicht ordentlich gesichert und okay, der von unter aller Tissen sitzt allein in seiner Zelle. Dafür haben wir gesorgt. Und keinen Koschbasalt? Nein, nein. Naturstein. Schönes. Als wir von Koschbasalt sprachen, gingen wir ja noch davon aus, dass er unter der alten Residenz gefangen gehalten würde. Wie viele Wächter gibt es? Ein gutes halbes Dutzend. In Schichten. Nichts, damit ich nicht. Also für gewöhnlich ist doch kein Zeitpunkt mehr als. Sind sogar ein Zeitpunkt mehr als einer bis drei im Kellergeschoss und noch einmal etwa drei oder vier in der Wachstube. Sind sie fähig oder besonders wachsam? Und davon, fähig im Weg zu stehen, sicherlich. Besonders wachsam? Nein. Diese Art von Wächter. Nun, Boltax, ich erwarte, dass du auf dem kürzesten Wege dich in die Zelle begibst und Halatissen so stumm wie möglich mitteilst, dass er zu kooperieren hat und ihn dann mitnimmst. Ja. Deine Streitereien, kein Aufenthalt, wenn er zetert, dann pack ihn halt und nimm ihn mit Gewalt mit. Ich kann ihn nicht gegen seinen Willen mitnehmen, das ist mir bewusst. Das hättest du vorher sagen müssen. Boltax fragt immer höflich um Erlaubnis, bevor er einen durch die Erde mitnimmt. Das musst du doch wissen. Ja, Jalan ist noch nie mit mir gereist. Er hat Angst davor. Ganz gut im Grunde. Nun, dann hoffen wir einfach, dass er die Botschaft verstanden hat. Aber das klingt doch insgesamt ganz gut. Dann können wir uns diese furchtbare Kanalisation hoffentlich sparen. Abelmir und ich haben mit dem Eferdi gesprochen. Und nach einer Weile hat er diese Karten herausgerückt, weil wir ihm gesagt haben, dass wir schauen wollen, ob nicht noch irgendwas von dem verfaulenden Drachen da runtergesickert ist. Er tut ja auch nichts zur Sache. Ja, aber so wie weit musst du vom Einstiegspunkt weg sein? Also so schlimm sind die Kanalisationen jetzt auch nicht. Letzte Mal, als wir in Gareth waren, war ich ja auch da unten. Und ist hier was Tiefzwerge? Na klar. Tiefenzwerge sind? Natürlich, die habe ich damals auch getroffen. Etwas. Bitte? Sind sie verwandt mit euch? Ja, ich würde jetzt nicht sagen direkt verwandt mit mir, aber es sind Zwerge. Ich denke, das tut jetzt alles gerade nichts zur Sache, oder? Ja. Also Boltax, wie weit weg kannst du höchstens von der Zelle sein? Weit genug, ich kann von hier aus zur Zelle. Dann sattelt die Pferde. Keine falsche Müdigkeit, los! Nein, jetzt... Wollt ihr denn noch einen Wagen? Denn dann müssten wir uns darum noch kümmern. Wir machen das in der Nacht. Hättet ihr getan. In der Nacht macht man einen Ausbruch. Gut, dann haben wir ja heute noch genügend Zeit, um uns einen dämlichen Wagen irgendwo zu kaufen. Oh, und natürlich die Kutte für unseren Gefangenen. Es ist Marlas Grund. Lasst euch dabei nicht abstechen. Ich glaube, ich stich keiner ab. Aber versuchen werden sie es vielleicht trotzdem. Bis jetzt nur drei. Das ist unter Durchschnitt. Naja, ist ja auch egal. Die Leute sind verrückt. So könnt ihr den restlichen Tage in der Stadt Gareth verbringen. Allen noch einmal auf Wiedersehen sagen, weil auch immer ihr es wiedersehen werdet. Ob ihr es wiedersehen werdet. Sachen packen.
Ich würde mir von Frau Protz noch eine Dose Kekse mitnehmen. Ich wollte auch eine Dose mitnehmen, weil ich ihr gesagt habe, sie soll ganz viel backen für die Trolle. Und ich nehme mal so eine Kiste voller Kekse mit, ja? Mit extra viel Honig für Boltax. Oh, wunderbar. Ulamin verwöhnt die Pferde noch ein bisschen, die jetzt ja schon durch die ganze Wildermark laufen mussten und jetzt geht's gleich wieder los. Also die werden ordentlich gefüttert und kriegen auch noch Äpfel und so und die Hufe werden gepflegt. Und sie würde sich auch noch ein bisschen mit Kunhuta beschäftigen. Also sie würde die so zur Hilfe bitten, so Sachen halten, holen und so weiter, um die ein bisschen kennenzulernen und irgendwie so ein Gespür zu kriegen, ob das eine nette Person ist. Und sie würde auch darauf achten, ob die gut zu den Pferden ist. Ja, würde mal eine Menschenkenntnisprobe. Sie ist eine nette Person, hat allerdings in den Sümpfen nicht viel Kontakt mit Menschen gehabt. Ist also etwas verschlossen, gerade weil sie auch verkrümmt ist, zwergenwüchsig. Hat sie wohl nicht viele nette, andere nette Menschen kennengelernt und ist sehr verunsichert, gerade weil Jalan im Hause ist. Und weil sie nicht genau weiß und deuten soll, was das jetzt für ein Verhältnis ist mit euch. Und in Garen war sie halt auch noch nie. Es ist alles neu. Ja, ihr einziges Leben ist eben jetzt kaputt. Aber sie freut sich und ist nett. Ja, mit den Tieren also, kann sie besonders gut. Ich stehe nur ab und zu in der Ecke und blicke finster. Ja, also Sulamin versucht freundlich zu der Frau zu sein und ihr ein bisschen Sicherheit zu geben. Und sie denkt darüber nach, dass es ja in Rajas Macht steht, Menschen ihre Hässlichkeit zu nehmen. Also die Raya-Kirche ist nicht so freigebig mit dieser Liturgie, wenn es darum geht, jemanden schöner zu machen. Aber wenn es darum geht, dass jemand nicht mehr hässlich ist, und sie versucht so ein bisschen zu beurteilen, ob diese Kunhuta das verdient haben könnte und behält das mal im Hinterkopf. Also wie gesagt, sie ist verunsichert, kann gut mit Tieren, kann gut mit Pflanzen. Ob es ihr wirklich was bringen würde, wenn sie nicht mehr hässlich wäre, müsste man dann beurteilen, wenn es soweit ist. Aber vor allem ist sie zwergenwüchsig und verdreht und sie ist halt die typische Hexe. Ihr fehlt halt die komische Hakennase und das Haus im Hexenwald, aber ansonsten, ja. Ja, genau. Es ist halt deswegen, sehr von Vorteil behaftet, dass Albuin sie jetzt halt aus dem Sumpf angeschleppt hat. Ja, genau. Sie wird diskriminiert wegen ihrem Aussehen. Und ja, also jetzt ist für sowas natürlich gerade keine Zeit, aber wenn man zurückkommen sollte. Genau. Die Zeit vergeht und es dämmert. Wo wollt ihr einsteigen? Ja, ich stelle mich in den Garten von unserer Villa. Ich denke, die anderen werden dann irgendwann gehen, Richtung des Tempels. Oder? Ja, wir müssen ja alle gehen. Du bist ja sofort praktisch da. Genau. Also ja, fast Teleportation. Dann brechen wir quasi schon mal vorher auf. Und ich nehme an, wir haben auch diesen Wagen besorgt und gleich draußen beim Tempel gelassen. Weil was sollen wir mit dem in der Stadt? Würfel mal eine Magiekunde-Probe, Boltax. Okay, alles klar. Elementarismus zählt nicht, oder? Dämonologie. Also, ich weiß, worauf du hinaus möchtest, aber... Ich nicht. Durch die Dämonenbresche, dass ich da nicht durchgehe. Doch nicht mal auf dem Weg. Richtig, hier sind nicht auf dem Weg, aber wenn du in deinem Garten stehst, liegt genau vor dir ein riesiges Splitterstück, was auf die neue Residenz gestürzt ist. Du weißt nicht, wie tief das reicht. Okay. Und du weißt nicht, wie generell verseucht die Kanalisation von dieser Art Trümmerteile ist. Solltest du an einem kleben bleiben, hast du ein großes Problem. Ja, aber die Elementare gehen ja automatisch drumherum. Ich bin mich ja auf sicherem Weg zu meinem Ziel. Okay. Also ich laufe hier nicht selbstständig, sondern werde hier von Elementaren geführt. Gut. Kannst du mir natürlich trotzdem mehr Schwernis geben, wenn du möchtest. Ja, würde ich dir tatsächlich geben. Ja, 7. Alles klar. 7er Schwernis, alles klar. Gut, dann würde ich mich bereit machen. Jetzt muss ich gerade nochmal gucken, wo ich Simus Leib. Und dann 3. Schauen wir mal. Ja, das ist easy geschafft. Okay, wie ist der Zauber definiert?
Soll ich vorlesen, den Text? Ja, bitte. Mit diesem Zauber kann der Geode sich einen Weg durch die Erde öffnen. Damit durchdringt er Humus und Erz, wobei jedoch kein Tunnel entsteht, sondern die Elementarmächte ihn durch das massive Material hindurch bis zu einem Punkt transportieren, der sich auf festem Land befindet und nicht weiter als im doppelten RKW Meilen vom Ausgangsort entfernt ist. Diese Bewegung durch die Erde dauert etwa eine Sekunde pro zurückgelegten 100 Schritt. Bei einer gelungenen Klugheitsprobe des Geoden, erleichtert um RKP Stern, also 14 erleichtert momentan, kann er selbst das genaue Ziel festlegen. Würde ich natürlich machen. Werde ich gleich noch auswürfeln. Ansonsten entscheiden die Elemente, also der Meister, nach dem Zufallsprinzip, wo er abgesetzt wird. Gut. Eine unvermeidliche Nebenwirkung dieses Rituals ist, dass sich die Erde unterwegs alles Metall zurückholt, das ihr einst durch Bergbau und Verhüttung geraubt worden ist. Okay. Ausnahmen bilden kaltgeschmiedete Gegenstände aus lauteren Oberflächenmetallen, wie zum Beispiel der Ring des Lebens. Bei magischen Artefakten aus Metall wird zudem sämtliche innewohnende Magie freigesetzt und wirkt auf den Träger des Artefakts. Okay. Ja, meine Klugheitsprobe kriegst du noch. Die ist um 14 erleichtert. Nicht um 14 erschwert, sondern 14 erleichtert. Also nur mit einer 20 fehle ich. Du wirst durch die Erde gerissen, gedrückt, merkst wohl einige Schwenks und dann wirst du wieder ausgespuckt. Du stehst in einer stinkenden Kanalisation und siehst wohl, wie hier Ghule stehen. 3, 4. Es sind keine Ghule. Es sind. Du hast ihren Körperbau schon einmal erkannt, als du dir den wahren Namen von einem Elementar geborgt hast. Kannst du sehen, wie die Tiefzwerge hier vor dir stehen, verwundert? Und sie sind wohl gerade dabei, an einem Leichnam zu stehen und die Haare zu essen. Wie einige Haare wohl noch aus ihrem Mund herausragen. Sie tragen einige dreckige Lumpen oder aber sind gänzlich nackt. Hallo? Hallo, Brüder. Das ist wohl eine kleine Kaverne. Bist du nicht genau sicher, wo du bist und was nicht geklappt hat? Überall um dich herum Gerümpel, Ramsch, Unrat, einige Trümmerreste. Merkwürdig. Hier wollte ich eigentlich nicht rauskommen. Wo wolltest du denn rauskommen? Naja, ich würde Ihnen halt den Ort beschreiben. Und also. Hast du irgendwelche Nachteile? Totenangst. Was? Totenangst zum Beispiel. Totenangst? Nein. Sonst irgendwas? Ich kann dir die Nachteile mal vorlesen. Einen Moment. Ja, einer der Tiefzwerge kniet sich wieder ab. Das könnte wohl einer der Gefangenen sein, bist du der Meinung? Und wie gesagt, er isst gerade die Haare von ihm. Ansonsten, ja gut, du hast sie schon kennengelernt. Sie selber haben wohl keinen Bartwuchs. Wirf mal noch eine Sagen- und Legendenprobe. Mache ich selbstverständlich. Es wird wohl behauptet, dass sie die Haare essen, um ihren eigenen Bartwuchs zu fördern. Sag mal, sind da oben schon alle tot? Was ist denn passiert? Wo genau bin ich denn? Ich weiß ja jetzt gerade selbst nicht, wo ich bin. Vielleicht bin ich einfach ein Stückchen rausgekommen. Wir können ja mal nach oben spitzeln. Wollen wir das machen? Falls sie schon tot sind. Ja, ich weiß nicht. Kommst du von oben? Ja, hin und wieder mal. Ich bin auch hin und wieder unten. Da ist doch das. Der Schatten ist doch über Gareth gefallen. Sind schon alle tot? Nein. Alle. Da leben noch einige. Du siehst wohl, wie einer der Zwerge gerade an die Wand geht. Sein ganzer Körper ist mit Flechten besät. So kleine Pusteln oder Muscheln, die an ihm gewachsen sind, während er dann durch diese hohen Unrat geht. Das ist nicht unbedingt Wasser, das ist nicht Frischwasser. Und er trinkt dann einen Schluck Felsenmilch. Boah, Felsenmilch. Oh. Wenn du dich verlaufen hast, sie scheinen sich wohl auch gar nicht zu fragen, wo du jetzt herkommst, dafür reicht ihre Klugheit nicht. Wenn du dich fragst, wo wir sind, unter dem Gefängnis. Ja, genau, da muss ich hin. Ich muss nämlich einen aus dem Gefängnis
sehen. Gibt es einen Weg nach oben? Ja, einer deutet mit so einem klumpigen Finger nach oben. Du kannst sehen, wie er unglaublich lange Fingernägel hat. Und du siehst da ein Gitter. Okay. Sehe ich durch dieses Gitter in die Zelle von Unterallertissen rein? Es ist sehr dunkel. Du weißt nicht, welche Zelle das ist. Okay, dann würde ich mir gerne mit meiner mit meinem Licht des Dolches behelfen und mir Nachtsicht verpassen. Ja, beziehungsweise meine erweiterte Sicht. Ja, schneidest dir einmal über die Augen und kannst nach oben schauen. Das ist eine kleine Zelle. Es ist keine Sammelzelle, irgendeine der kleinen Zellen. Und du siehst weitere Gitter und kannst wohl abschätzen, würfel mal eine Orientierungsprobe. Okay, alles klar. Unterirdische Städte würde, ja, zählen. Okay. Das hast du sogar, ne? Ja, das habe ich sogar. Ist das bei Orientierung drin? Nicht bei Orientierung drin, ist bei Bergbau drin. Boah, ich würde sie trotzdem zählen lassen. Okay. Du kannst die Sammelzelle erkennen und davon abzweigend eben auch, ja, logisch zusammenreimen, das, wo du rausgekommen bist, genau unter dem Gitter, das muss die Zelle von Alvan Unterallertissen sein. Ja gut, dann würde ich meinen Dolch nehmen und das ist ja Naturstein, oder? Ja. Würde ich einmal um das Gitter herumschneiden, so dass man nicht an. Okay. So. Du könntest auf die Massen von Unrat treten, versuchen zu klettern. Ich würde einfach von den tiefen Zwergen einen bitten, dass er mir hilft. Geht das auch? Wo will man überreden, Probe? Ja. Schwert um 5. Schwert um 5? Alles klar. Die Talente sind halt überhaupt nicht meins, aber mal gucken. Ja, leider nicht. Du merkst wohl, wie in einem, ja, die Fingernägel sehen ekelhaft aus, der Finger sowieso, vielleicht die ganze Hand, sitzt da die Dämonenfäule in ihm? Wenn er dir jetzt eine Räuberleiter anbietet, würde die sicherlich überspringen zu dir. Na, lieber nicht. Ja, dann würde ich es doch probieren, um auf so einen Unrathügel zu... den Unrathügel dann nachzubringen. Ja, Abfall, irgendwelche geplünderten Sache, Kleidung, große Haarklumpen, Stücke von Unmetall, auf die du da treten kannst. Ja. Moment. Gerade in Probe reingehen. Einige Dukaten, die du hier auch finden kannst. Schmuck, verblichen. Irgendwelche Perlen. Nee, krieg ich nicht hin. Ah doch, du kannst nach oben treten, reißt dir dabei allerdings wohl an einem widerlichen Nagel aus der Festung eine große Schramme in deinen Bein. Das hat gar nicht wehgetan, weil das Unmetall wohl dafür gesorgt hat, dass du es gar nicht bemerkst. Aber als du nach unten guckst, gerade als ich dich nach oben schwingen möchtest, siehst du wohl, wie dein ganzes Bein abwärts vom Knie aufgerissen ist. 2 bis 6 Schadenspunkte. Aber du stehst oben. Okay, das ist in Ordnung. Du kannst tatsächlich jetzt auch ansetzen. Ja, dann setze ich an. Für einen ASP schneide ich einmal. Und würde mich dann nach oben schwingen. Gut. Die Platte fällt so ein bisschen nach unten und klopft auf den, ja, wird so ein bisschen gedämpft durch den ganzen Pilzbewuchs, der dann hier auch auf diesem Lager dann gewachsen ist, Ferritflechte, Quecksilberkruste, sodass es nur ein dumpfes Geräusch gibt, aber du siehst, wie Alvan von Unterallertissen definitiv wach ist und dich ansieht, nicht genau weiß, was das jetzt soll, ist definitiv in Kampfposition. Alvan, jetzt komm, flüstere ich. Jetzt komm? Ja, Jalan hat dir doch den, hat er dir nicht gesagt, dass befreien, wir waren doch extra da gewesen. Ich hab mit was anderem gerechnet. Darunter? Ja. Ja, er tritt an das Loch heran und würde da mal runterstarren. Sieht da die weiteren Bleichgule, die Tiefzwerge. Und würde dann auf die Mauer, auf das Mauerstück runterspringen, das da gerade runtergefallen ist. Sehr gut, Alvan. So, bringe euch jetzt fort von hier. Seid ihr auch einer von denen?
Ich bin ein ordentlicher Giode, das sind Tiefzwerge, das sind eigentlich auch ordentliche Zwerge. Was heißt eigentlich? Ja, wir würden... Sie gucken euch finster an. Ihr braut nicht so gutes Bier wie wir. Aber ich darf auch nicht sagen, ich bin ja aus der Bierbrauergilde geflogen. Alvan, darf ich euch mitnehmen? Oh, scheiße. Was? Wohin? Durch die Kanalisation? Nein, durch Sumus Leib. Oh sagt Gott. Einfach, sagt einfach ja. Nein, ich bin Boltax. Bei Fex. Ja. Ja, bringt uns hier weg. Jo, und dann würde ich mich wieder konzentrieren. Das Ritual erneut wirken lassen. Habe ich die gleiche Erschwernis? Nehme an, ja, oder? Nur noch plus 5. Okay. Da ich ihn mitnehme, ist das dann 8er Erschwernis. Und auf geht's. Ein weiteres Mal. Die Klugheitsprobe würfel ich dann direkt hinterher. Jupp, auch das ist geschafft. Wie viele Punkte bleiben da übrig? Insgesamt, die ersten sind auf Mut und Intuition. Mut geht einer runter, Intuition geht einer runter. Was hast du für einen Ritualkenntniswert? 15. Okay. Und das heißt, ich habe insgesamt noch einen 13er Bonus.